Hallo und wieder willkommen zurück bei The Division. Und da kommt der Onkel nach unten gehüpft. Hallo Onkel. Onkel Hallo. Ist auch da. Und der Revano. Hallöchen, ja. Ja. Ich komme nicht runtergehüpft. Nee, nee. Wir waren stehen geblieben hier bei dieser komischen Virenscanner-Sequenz. Und dann machen wir es weiter. Oh, da kennen wir uns ja schon aus, ne? Kontaminationsscan eingeleitet. Ja, ich mach mal die Tür auf. 5 Minuten Zeit. Weil hier ist Loot. Das ist ja der Loot-Raum. Ach, das ist doch das von der Beta, wo du zu uns gesagt hast, wir müssen das erstmal machen, bevor man da den ganzen Loot, weil der Loot ist ja noch die ganze Zeit da. Und da ist er gerade rumgenörgelt und dann ist er alleine hochgerannt, dann ist das alleine geholt, wir haben da gelootet. Wir mussten dann warten, bis er fertig war. Das weiß ich noch. Ja, weil hier so viel Loot ist. Ja, den Loot hole ich mir aber später, weil die sind dann später auch noch da. Erstmal den. Also genau umgekehrt jetzt. Ja. Data? Sie verlassen. Absolut. Alarm. 1 zu 1. Eingeleitet. Hast du schon den zweiten gefunden? Korrekt. Ja. Ja. Der dritte ist ganz oben. Freizeitjacke. Und ein Thermoschal. Was bist du? Ich bin ein Thermoschal. Du bist eine Freizeitjacke? Ja. Ich dachte eigentlich, bist dass du eine dreckige Socke bist. Dreckige Socke. No, ich wurde schon mal gewaschen. Ich gehe nochmal höher. Nur. Ja, wir müssen sowieso ganz hoch, weil 30. Oben warten noch Gegner. Okay. Und oben ist dann auch nochmal eine Lootkiste. Eine freche Stoffjacke. Oh ja. Wir haben leichtes Spiel. Alter, ich fall auf mich in diesen Krögen jedes Mal. Ne? Warum? Weil das so verwinkelt ist. Ja, natürlich. Das ist crazy, weil du das ja. Nicht, dass du was fragen musst. Ich oder? Weiß. Ach so, ja. Hast du eigentlich die Kreide auch mal? Onkel, du hast einen Scanner vergessen. Kontaminationsscan eingeleitet. Echt? Ich bin ja, der. Hä? Bin aber hier schon. Der steht in meinem Raum drin. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Perfekt. Hab's doch. Geil, Credits gibt's. Punkte gibt's. Ich kann die Kiste nicht benutzen. Jetzt. Ich hab's doch, crazy. Ja, aber trotzdem musste ich ja den einen Scanner noch starten. Weil der dir ja gefehlt hat. Hast du davor noch, bevor ich das gehabt hatte, oder was? Ich hab den kurz bevor du da das Ding aktiviert hast, hab ich den noch aktiviert. Klingt irgendwie doof, aber ja. Weißt du, was ich mein? Hört sich logisch an. Er hat den aktiviert. Er hat ihn aktiviert. Ist überall grünes Loot, Alter. Echt, bei mir ist alles wir nur haben eine dicke Buchse. Wow, eine geile Ja, die dicke Lootkiste, ne? Alter, eine RPK 74 Classic. Oh, eine blaue. Na und klar, dann, kriegt der Onkel wieder sowas. Na ja, ich hab ja auch eine RPK. Du musst bloß hier hochkommen. Klar. Ich hab ja schon eine blaue RPK. Noch eine brauche ich RPG nicht. Und RPZ. Wo bist denn du, Onkel? Hier oben. Oben. Also ganz auf dem Dach drauf. Einfach mir folgen. Komm, wir fahren mal. Jetzt renn ich auch mal weg. Ich follow. Ja, dann lauf mal. Okay, dann kann ich ja eigentlich. Aber das ist ja leichtes Maschinengewehr und das ist leichtes Maschinengewehr. Ach, das ist die von der Beta. Okay, da werde ich die hier mal. Ah, da ist das Grünes. Das wird aber das Outfit weggemacht. Du, Kiste öffnen. Und da ist noch Loot. Ich hab da ist ich noch hab Loot. Ne Ska. Gabo? Ska. Ne Ska, ha. Ich hab nur einen schweren Schutzschoner, natürlich. Oh, schlechter. Du musst in die Kiste gucken. Weil du wieder nichts gemacht hast. Ich krieg nur schmutzige Sachen, Ansichtssachen. Du hast aber schon die Kiste geöffnet, oder? Wen hab ich geöffnet? Die Kiste. Die Kiste. Ja, selbstverständlich habe ich die Kiste geöffnet. Ja, ich frag lieber zweimal nach. Selbstverständlich.
Und da habe ich nichts bekommen. Ich kaufe mir nachher einfach eine. Mhm. Eine ultimative Mega-Waffe. Okay. Okay, wollen wir uns dann zurückporten, oder? Och, ich habe hier noch, ich muss das ganze Haus noch durchlooten, Junge. Ach, du hast nichts gelootet. Er hat nichts gelootet. Warum nicht? Ja, weil ich die Dinger geholt habe. Wir haben gelootet und die Dinger geholt. Ja. Das Ding. Ja, ja. Schon gut. Komm, wir gehen hinterher. Ach, der Crazy ist schon unterwegs. Der Onkel steht immer noch rum. Ja, natürlich. So kriegst du die Loot-Sachen aber nie. Ach, halt's Maul, Rivani. Meine Fresse, ey. Ja, aber ist aber recht so. Ey, da hinten brennt's, oder? Warum leuchtet das so? Ah ne, da ist nur eine Lampe. Sah cool aus. Eine Auffüllkiste. Manchmal. Aber nur manchmal. Könnte ich mir Warner so richtig einen in die Fresse holen. Was? Ja, richtig von links nach rechts. Einmal durch, ey. Warum, wo kann ich denn den blauen Scheiß? Ja, du findest den Weg nichts mehr. Ist dein Inventar vielleicht voll? Nee, ich ja? Ich hab hier eine blaue. Einen blauen Schalldämpfer. Aber ich kann den nirgendwo ranbauen. Warum nicht? Du musst gucken, weil das immer nur für bestimmte Waffen ist. Richtig. Kleines Kaliber, das heißt für eine Pistole oder so ein Kack, wa? Oder Pistole Uzi. Oder hier Uzi oder sowas. Na gut, dann. Ja, hab ich noch nicht gesagt, Freund. Tyrannschalldämpfer, verminderte Bedrohung, cool. Verminderte. Das wird vermindert. Die riechen gut, weil die vermindet. Vermindet. So, jetzt weiß ich mal den Loot holen, weil die konnten ja nicht warten, haben wir Pech gehabt. Oh, Stabilität. Ich kann die Auffüllkiste nicht benutzen. Wieso hast du das jetzt so ausgedrückt? Auffüllkiste. Weil mich das nervt. Ich kann die Auffüllkiste nicht benutzen. Ich nehme jetzt die Waffe einfach hier. Obwohl ich ja schon ein bisschen verliebt bin in die Waffe, aber ist egal. Irgendwann muss man sich auch mal trennen. In meine Waffe war ich auch ziemlich verliebt, gerade bis vorhin. Bis die bessere kam. Richtig. Okay, was haben wir denn hier? Ich kann es nicht sehen. Warum kann ich es nicht sehen? Aber mir geht es auf den Sack, echt. Ey, Alter. Lederjacke und schicke Laufschuhe. Okay, diese Ich hab jetzt eine 2888er Schadenwaffe. Ja, ganz nett. So. Ein bisschen nett. Ja, oh ja. Und Schalldämpfer habe ich dran. Bedeutet, dass ich, dass ich, nicht so. Die Gegner nicht aufmache. Das dämpft den Schall, deshalb heißt es Schalldämpfer. Mhm. Wir haben einen Schal und Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer. Auch so ein Schalldämpfer. Oder wie war das jetzt? Ich habe jetzt eine Jacke. Eine Jacke waren zwei, weil ich habe ja vorhin. Die haben ja nur Klamotten, Alter. Oh, die gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Ein Schal. Versucht er nach Beatboxing zu machen? Hör auf. Du bist nicht Alberto, vergiss es. Alberto. Ja, Alberto ist. Der ist nicht mal Kulibert. Wer? Mhm. Ey, ich hab eine Lootkiste verloren. Vergessen. Eine robuste Maske, cool. Und ein Müsli-Riegel. Das hat sich ja voll gelohnt. So, ich hab alles durchgelootet, glaube ich. Oh, Nachfüllkiste. Kann die Auffüllkiste nicht benutzen. Ach, Rebano ist schon unten. Okay. Kann die Auffüllkiste nicht benutzen. Sag ich doch.
Sofort zurücklaufen, vor zurück und irgendwann geht's. Ich kann die Auffüllkiste nicht benutzen. Wie hat das vor uns gerade crazy gemacht? Ich kann die Auffüllkiste nicht benutzen. So, was war denn hier? Oh, jetzt kann ich das nicht mal öffnen. Ey, ich könnte kotzen. Es ist vorbei. Ich kann jetzt die Sachen hier nicht nehmen. Oh, was ist denn das hier? Ein Bug. Das ist der Beta-Bug. Ich muss die Schublade öffnen, habe ich auch gehabt. Ist der Beta-Bug. Da waren zwar die Sachen schon davor, aber ich konnte die Schublade öffnen. Das ist der Beta-Bug. Ich kann nichts drücken. Was ist denn los hier? Inventar voll? Nee. Ich weiß nicht, was der Onkel da macht, liebe Freunde, aber es klingt spannend. Ach, Ivano, halt doch einfach mal deine dumme Schnauze. Ey, Alter. Was denn? Oh. Ja, bei mir leuchten die Teile auch noch. Die kannst du ja nicht aufheben. Ja. Wenn du eine Ahnung hättest. Das ist halt ein Fehler, dann lassen wir es halt liegen. Ein bisschen eine Ahnung hättest. Na klar, dann lass ich es einfach liegen. Es sind nur Klamotten. Nur mal so, by the way. Das sind trotzdem Klamotten. Sind das. Tada. Das kann zum Beispiel schön. Meine da musst du Maske erst nicht böse aufsetzen. Werden und dann hält er endlich mal seine Klappe. Ich kann die Maske nicht benutzen. Also über deinem Level ist. Crazy, leist mir mal kurz deine Maske. Wieso? Nur mal so, ich will, brauch die für was. Hä? Mhm. Kannst du durch die Nase atmen dann? Hä? Ma, die Maske, wenn du die abnimmst, stirbst du doch, du Nase. Hast du nicht verstanden jetzt, ne? Maskelein. Atemschutzmaske. Wenn ich die Maske abnehme, stirbst du. Hab ich. Weil wir im kontaminierten Bereich sind. Nee, der Satz war sinnlos, weil wenn du deine Maske abnimmst, atmest du durch die Nase, oder was? Ja, und dann stirbst du. Und jetzt atmest du gerade durch den Arsch, oder was? Ja, wenn durch den Filter. Wenn ich durch die Nase atme, sterbe ich. Ja, wenn du die Maske abgenommen hast. Ach so, also das heißt, wenn man die Maske auf hat, dann... Hä? Atmet man durch nicht durch die Nase. Durch den Arsch atmet man dann. Ja, das ist... Werde ich wieder raus, ne? Ja, also das ist mir zu hoch, was da Rivano versucht. Er nimmt die Maske ab und dann atmet er durch die Nase und stirbt. Er hat und was, die Maske ist, auf. Was ist, wenn er die Maske auf hat? Dann ja, dann kann er atmen, weil der, weil er die Maske auf hat. Da ist ein Filter drin. Ach so, durch die Nase atmet man nicht, oder wie? Doch, du kannst ja atmen, aber du hast doch dann einen Filter. Deswegen heißt es doch Filterstufe. Und da atmest du dann halt nicht die Chemikalien mit ein. Und trotzdem atmet man durch die Nase, glaube ich, ne? Ja, kann er doch. Nase und Mund im Normalfall, ne? Kann er auch machen, wenn er Lust hat. Aber... Rivano. Ich finde das witzig, diese kleinen roten Dreiecke überall am Boden und so. Dreiecke? Ich finde es gerade lustig, dass ich hier übelst viel Sachen findet und anzut, dass ich immer wieder beim Klamotten hängen bleibt jetzt gerade wieder. Ja, habe ich auch, weil das da liegen bleibt im Prinzip. Ja. Ich meine, und dann dass ich sozusagen jetzt hier so lang, die Schublade nochmal neu öffnen muss und dann ging's. Nie, dass ich hier so lange wieder brauche, um mich umzukleiden, weißt du, um es besser zu finden. Oh, komm. Ich hab meinen Charakter wieder nur so dunkel, da sehe ich wieder nichts. Dunkel. Ja, sehe ich nur schwarze Umrisse. Das Problem habe ich auch manchmal. Hast aber nur in Gebäuden, komischerweise, ne? Hä? Wo ging's noch raus? Hier okay. Bin ich jetzt hier fertig? Habe ich jetzt alles durchgelootet? Ja, wenn du hier bist, hast du alles, ja. Ja, wir sind auf jeden Fall in der tiefsten Etage. Hier geht's jetzt nur noch raus. Also, so raus. Oh, toll, meine Jacke ist ja grün. Grün? Sieht ja scheiße aus. Na, ich hab's nicht gesehen, ich hab einfach geändert. Und ja. Jetzt hab ich eine scheiß grüne Jacke an. Ja, das siehst du hier auch nicht so. Das ist so doof. Wundervoll. 2900. Ich mach das in der Basis, glaub, da seh ich mehr. Also porten wir jetzt in die... Ah, da hinten sind Gegner. Wollen wir die noch töten nehmen? Töten nehmen? Töten nehmen. Beide tot, okay. Echt? Wie kann ich jetzt die scheiß Granate wieder... Ah, jetzt gut, okay, mit Kreis. Kann man das abbrechen.
Okay, dann würde ich sagen, porteln wir uns mal in die Granate. Halt, stopp. Hier ist noch irgendwas, gibt's hier noch zu finden. Geht's hier nochmal irgendwo rein? Hier geht's nochmal irgendwo rein, guck mal. Oh, hier ist was. Hier geht's rein nochmal ins Gebäude. Das ist aber ein anderes Gebäude. Im Prinzip. Ja, der Loot-Gebäude, der Loot. Ja, das ist schon dasselbe Gebäude, aber hier ist was. Nein, das hast ist du wieder einen Dietrich Gebäude. Geopfert? Nein, ich habe keinen Dietrich geopfert. Okay. Nein, es ist ein anderes Gebäude. Was ist hier? Erste Hilfeset. Habt ihr irgendwas bekommen mit Stufe 9? Was? Nein, wir haben nichts bekommen mit Stufe 9. Mensch, ich bin schon eine ganze Zeit Stufe 9. Weiß. Ja, auch. Ach so, jetzt. Ja, Loot habe ich schon mit Stufe 9, klar. Aber so viel ist hier gar nicht, ne? Also, bei mir ist überall voll. Okay. So viel ist bei mir ist überall voll. Hä? Was ist doch viel da, wenn voll ist? Nee, ich meine hier, ich kann nichts einsammeln. Nein, er meint, er kann nichts einsammeln. Nein, okay, jetzt mal zurück zur Basis, meine lieben Freunde. Yeah. Gar nicht. Teleportation. Basis, okay, Basis. Wie geht das? Einfach. Es steht alles da. Gehst da hin, drückst Viereck und dann drückst du nochmal X. Du darfst ruhig sprechen. Ja, ich kann aber nicht Blitzreisen machen. Geht nicht. Du musst auf das Symbol gehen. Vom Postamt. Nicht vorne auf den Nebeneinsatz, sondern auf dieses Lager des. Ja, Operationsbasis, Postamt, ne? Postamt, ja. Nicht Lager, sondern Postamt. Aber hey, warte, geht gar nicht. Das ist dieses komische. Das Ding, was aussieht wie ein. Ich sag jetzt mal ein umgebautes Brandenburger Tor. Ah, da geht's, ja. Oh mein Gott. Da muss man ihn jetzt erst so erklären, so für Kleinkinder. Oh mein Gott, echt. Es ist ein. Hat ein Dach, ein Oh, Scheiße. Alter. Das sieht eher aus wie ein Schrein oder sowas. Ah, ein Tempel. Ein Schrein, natürlich. So, wollen wir mal die Vorrede gucken. Was haben wir denn? Oh mein Gott. Brunnen, mit einem Brunnen mit Pflanzen. Oh, Vorteil, Dingsbums. Speziell. Ey, wartet mal, ich bin noch nicht mal da. Also ich baue mir hier den Wachposten auf jeden Fall aus. In der Sicherheitsstation? Nein, auf der Dachterrasse mit Wintergarten. Auf der Terrasse. Sicherheit, genau. Dachterrasse mit Wintergarten baue ich mir. Ja. Okay. Also. Beschaffungsteam, was ist das? Weil da habe ich nämlich jetzt diese coole Munition. Alle 12 Stunden die Objekte. Das ist der Lumpensammler, denke ich mal, ne, den du gerade hast, wo du dann jetzt alle 12 Stunden eine Klamotten bekommst. Das bedeutet, wir können die Zahl unserer Waffen. Das ist Beschaffungsteam, genau. Das ist dieser Lumpensammler. Da gibt's alle 12 Stunden irgendeinen Scheiß. Oh, Schießstand. Schießstand? Hast ja, du Schießstand hab ich schon. Da kannst du hier unten auch mal gehen und ein bisschen rumballern. Ja, da gehe ich, den kaufe ich mir jetzt. Einen Schießstand will ich haben. Den geil. Und dann brauche ich noch 40, da kann ich auch Wachposten oder Hundestaffel machen. Kannst du Fertigkeiten? Der Beschaffungsteam ist für mich eher uninteressant. Schießstand, naja, ne, kannst du auch nur rumschießen. Grün haben wir nichts mehr, ne? Dann kriegst du halt, noch ein paar XP dazu, ne, wenn du ein bisschen rumschießt. Ja, aber. Ich kann ja hier nicht ewig hier rumstehen und rumschießen, sage ich jetzt mal so, ne? Für LP eher. Fürs LP uninteressant. Das kannst du doch auch bloß einmal machen. Nee, du kannst da ewig rumballern. Nee. Doch. Game over. Kannst du eine halbe Ewigkeit da. Nein, da kommen dann extra Ziele. Ja, die Ziele, aber da kommen doch extra Ziele nochmal. So. Die du dann. Und du kannst deine Waffen auffüllen. Komplett. Waffenkiste ist dann. Ja gut, ja. Die ist ja am Eingang auch nochmal. Stimmt. Ein Dauer. Aber ich nehme die Hundestaffel, würde ich sagen. Wuff, wuff. So, dann gehe ich mal hier zum Dings noch, das Ausbauen. Wo war denn die Ausbauscheiße für das. Für das,
Da bin ich gerade blöde oder was? Suche auch gerade den Schießstand, wo ist der denn? Den Schießstand will ich nicht. Den war ich ja schon 1000 Mal. So. Ich will den Dings haben. Wo ist denn jetzt nochmal das Ausbauteil für die Krankenstation? Bin ich blöd? Am Eingang. Eingang, links, dann wieder rechts. Du musst dann nur den Pfeilen folgen. Ja, ist ja in Ordnung. Ach, da hinten. Oh, brauchst Alter. Du nur den Strich, den Strich entlang. Strichmännchen entlang. So, weil hier habe ich nämlich jetzt nichts. Ja, kannst du auch nicht. Nichts ausbauen. Weil 40 fehlen. Ja. Ja. So, ich werde mal hier wieder meine Muni auffüllen, weil ich habe ja hier meine Spezialmunitionskiste. Oh, wir können hier den JTF-Officer können wir ansprechen. Agent, die Tatsache, dass du dich tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen wurde. Der ist ja ganz hinten, ne? Nee, der Typ, der hier neben der Map steht. Oh, eine Map hat wieder neu, kannst du neu. Gute Arbeit auf jeden Fall. Map kannst du neu. Ach nee, kannst du nicht. Aber sag ich doch, der ganz hinten steht, sag ich doch. Bericht an JTF-Officer. Was sie auch brauchen, ich hab's. Warno, bist du auch hier? Ja, ich suche gerade den Schießstand. Nein, scheiße, mal auf den Schießstand. Wer sucht einen Schießstand? Kannst auch nur schießen. Oh, ja, nee. Aber ich finde den nicht, obwohl ich ihn umgebaut habe. Ach, da ist er. Im Keller. Geht irgendwo eine Treppe nach unten. Ich cool. Hatte gehofft, was verkaufen krass, zu können. Die ist ja krass hier. Kann ich aber nicht kaufen, weil ich zu wenig Geld habe. Verdammte Scheiße. Wie viel habe ich denn zu wenig Geld? Viel, wenig, ganz wenig, ganz viel. Ich habe 1000 noch was und 4000. Nur ein Schaufenster. Ich muss mal wieder was verkaufen, ey. Ah, scheiß Nachladen. Gar keine Stände abkaufen. Bin gerade auf dem Schießstand ein bisschen rumtöten. Wie viel ist denn da? Game over. Du tötest Game Over. Was hat das jetzt gebracht? EP. Glaub nicht. Noch, Alter, dann lies doch einfach, was es bringt, wenn du es sowieso nicht glaubst. Meine Fresse. Nee, ich habe ja keine Anzeige bekommen, dass da was kam. Ja, okay, Krivana braucht immer eine Anzeige. Ach so, du meinst auf den, wenn ich auf den Ding schieße, ja, 300, okay. Ja, das stimmt. Was? Ja, du bekommst immer 300 pro Zielscheibe, 300 Erfahrung. Aha. Kannst aber mehrmals machen. Das sind keine Erfahrungspunkte, das sind die Energie, die du abziehst. Das ist, wenn du auf die roten Dinger schießt, die dann immer kommen. Ja gut, war auf jeden Fall nett. Haben wir einen Schießstand. 1700, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine bessere Waffe. Ja, ich hab nix zum... Oder? Doch. Ich hab eine neue Fähigkeit. Irgendwo. Ah, nee, habt ihr die Dinger jetzt angeklickt hier hinten, den Bericht, den JTF-Offizier? Ja. Okay. Ich hab ein neues Talent. Rückholspezialist. Töten Sie einen Gegner um Ihre Handfeuerwaffe. Was? Was haben wir denn hier? Blau aus schwerem Magazin. Benutzt er meine Handfeuerwaffe sowieso nicht. Komm mal. Wow. Das ergibt voll Sinn. Ein Kopfschuss auf einen Gegner bietet eine Chance von 50%, eine Kugel nicht zu verbrauchen. Eine. Wow. Eine ganze Kugel. Wow. Auf jeden Fall nett. Naja, bei der Pistole vielleicht, aber. Boah, ich habe eine Scar, die macht 3004. Boah, ich habe eine ACR, die hat 3800 Schaden. Habt ihr das auch sowas? Aber die kostet 4000. Scheiße. Ja, die habe ich auch. Und ich habe gesagt, dass die 4000 kostet. da fehlt mir noch ein bisschen was. Okay, was habe ich denn hier? Impulsgeber betrifft. Hat einer Geld für mich?
Ein Kopfschuss auf. Ich hab Geld, ich geb's dir aber nicht. Gegner markiert ihn für 10. Kannst Sekunden. Du das geben? Ja. Wird mehrere Gegner durch eine Explosionsschaden zugefügt, erhöht sich. Langweilig. Irgendwelche Vorteile. Steigert die Wirkungsdauer auf Brandgeschosse und ja, sehr schön. Okay, jetzt habe ich hier natürlich hier wieder, warte mal, wo ist er denn da? Also. Aber ich habe ja schon eine Waffe mit 3407 Schaden. Nur mal so. Meine hat. Cool, jetzt habe ich eine Mikrolaser. Jetzt habe ich nochmal 3,5 optimale Reichweite und Dingsbums. Was habe ich noch geholt? Und hier. Wow, geil. Sehr geil. Jetzt habe ich 3745 Schaden mit der Waffe. Sau geil. Wie viel? 3745. Boah. Mats draufgehauen. Ja, ich hätte. Das Problem ist, ich habe mir fehlt genau. Ja. 100. Bisschen mehr als 100. Ich habe mir den blauen Rucksack, den blauen Schutzweste auch gemacht. Aber Geld die könnt Waffen, ihr mir nicht die geben. Die Waffen, die ich mir bauen kann, sind voll für den Arsch. Nein, Rivane, wir können dir kein Geld geben. Du kannst uns auch noch 50 Mal fragen. Wir können dir kein Scheiße, Geld geben. Scheiße. Dann müsste ich jetzt noch ein bisschen. Ich würde dir auch keins geben. Warum nicht? Weil ich es selber brauche. Gar nicht. Ja. Doch? Sag nicht gar nicht, wenn es doch so ist. Blaupause. MP5A4 mit Feuerstoßautomatik. Fragezeichen. Cool, neuer Rucksack. Der ist besser. Waffenteil. Der hat mehr Rüstung und ein bisschen anderen Scheiß. Jo. Ach, das ist aber immer schlechter. Das ergibt voll Sinn. Ich hab doch eben... Die Waffe, die du dir selber basteln könntest, da diese... Ja, da habe ich nämlich das Problem auch. Wenn du mit der falschen Waffe vergleichst, dann hast du ein Problem. Nee, ich habe ja Rucksack, aber das ist gar nicht da. Besitzen alle Rucksäcke schlechter als der, den ich jetzt hatte. Auch wenn vorne ein grüner Pfeil oder so war. Du musst halt, wie gesagt, den Rest durchlesen. Ich hab doch eben gerade einen Rucksack gekauft. Wieso taucht der nicht auf? Mündungsmod klein, ist das. Ach so. Sehe ich das. Habe ich jetzt eigentlich bei der blauen Dings. Habe ich da jetzt eigentlich einen Slot für diese Fertigkeit? Nee, hab ich nicht. Na, jetzt habe ich den Rucksack. Geht doch. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie sowas gibt. Ist ja auf einmal schlechter, das gibt irgendwie gar keinen Sinn. Unten der Rucksack, der hat zum Beispiel plus 50 Rüstung. Musst du gucken. Ich habe jetzt meine hat zwar weniger Rüstung, den ich jetzt habe, aber der hat dafür mehr Lebenspunkte und Fertigkeitsstärke. Nicht schlecht. Wow, ich habe eine mega geile Waffe. Ich mache jetzt einen Schaden. Ich habe jetzt keine Ska. Ich guck mal schnell. Ja, lass uns mal zu dem Fuzzi da gehen, weil guck mal auf den Tacho. Ja, am Uhr. Ich schon wieder 30 Minuten. Ja. Ich verstehe das nicht, warum. Zeigt es mir da vorne. Ach so, da muss ich. Nee. Hat die gerade mal 200. Sollte. Hä? Was denn? Mein Defiler. Der hat 2648 Schaden. Und die Pistole im Gegensatz blau, Stufe 6, hat 242 Schaden. Hä? Oder irgendwas nicht hin. Klingt komisch.
Nee, das. Ich sag ja, das Level ist eigentlich total. Trivial. Okay, so, ich hätte jetzt alles hier erledigt. Was hat ja, ihr ich noch, bin auch durch. Sprechen wolltet oder wer? Gar nichts, alles ja, gleich. Den JTF-Typen. Den habe ich doch schon lange angeschaut. Ja, ich auch. Warum? Warum nicht? Weil der Onkel, ich hab gefragt, und der Onkel hat gesagt, hat er schon angeredet, dann hab ich noch angeklickt. Finden Sie nirgendwo. Ist nur eine Mission, macht dir keinen Kopf. Hey, vielleicht sehen wir uns nee, mal das wieder. Ist nur... Achso, jetzt sagt er im Prinzip, wir sollen zu einem komischen Safehouse gehen und so. Genau. Und da gibt's dann neue Missionen. Ja, das machen wir aber nicht jetzt, machen wir nächstes Mal. Richtig, und du bist eh dran. Würde ich sagen. Bin ich das? Ja. Okay, wo seid denn ihr? Achso. Hey, in der Basis. Wir bleiben auch drin stehen, super sicher. Okay. Hier, Lern. Okay, dann. Was? Der Rucksack hier hat einen leeren Modplatz. Da könnten wir den Mod ranbringen. Ah, den wir der hergestellt haben. Ausstattungsmod, richtig. Genau. Oh, der kostet 2300. Bis später. Okay, treffen wir uns vor der Tür oder was? Aber wir wollen drinnen stehen bleiben. Nee, im Gebäude sind wir sicher. Aber da draußen stehen wir zu dritt. Da draußen ist keiner, da kommt keiner vor der Hauptbasis. Kannst ja beim Laufen schon mal reden. Kann ich das? Mhm. Ja, wieso? Wir müssen warten, bis alle da sind. Bis Revano mal sie aus dem Arsch kommt. Ich bin doch schon längst da. Deshalb würde ich sagen, wie mal. Oh, die hört sich gut an. Genau. egal, wir machen Feier. Crazy, was ist denn los? Was stimmt denn mit dir nicht? Ihr ballert euch gerade gegenseitig irgendwie. Der Crazy ist stark. Stark ermüdet. So. Ruhe hier. Nee, wir machen für heute Feierabend. Hören uns morgen wieder und bis dahin. Tschüss. So. Ciao, liebe Leute. Ciao.